So, die Maschine abschalten und erheben. Wenn man das ein bisschen näher zum Hof, nur damit wir nicht immer so weit laufen müssen. Und wenn wir das Saubermachding haben, dass wir da schnell bei den Okay, ich würde sagen, wenn wir uns um das, was braucht er das nochmal? Kalk. Und hier Weizen im Wachstum. Wunderbar. Aber wir brauchen Kalk. Und wahrscheinlich eine Maschine, die Kalk, den Kalk halt auch verteilen kann auf dem Feld. Eine Düngemaschine wäre das wahrscheinlich. Düngeanhänger, wie auch immer. Wieso kann ich mit M nicht mehr in die Karte? Auto aufklappen. Nee, okay. Karte. Wo ist die Karte? Da ist die Karte. So, wir sind da. Wir wollen zum Shop. Hat er das jetzt auf der Karte markiert? 9. Da, okay. Er hat ja auch eine Kupplung hinten, ne? Also theoretisch sollte da auch Auto aufklappen, was? Okay, ja, cool. Spanngurt, also der kann auch irgendwas tragen, also mal gucken. Mal gucken. Und halt und bremsen. So, gut. So, und welcher der drei Freunde war das denn? Parken wir mal hier und dann schauen wir mal, was ist das? Was ist das? Fahrzeuge, Optionen, Finanzen. Und Fahrzeughändler. Aha. Machen wir mal erstmal bei den Optionen. Anpassen und reparieren. Aha, man kann sie mal aufmotzen. Ich verstehe. Warte mal. Wo muss ich denn? Oh, hier? Das ist doch auch ein Fahrzeug. Oh. Aha. Konfigurieren. Ach so. Okay, aber an der Motorleistung können wir nichts drehen. Okay, also nur die Farbe. Konfigurieren geht bei dem nicht. Das geht wahrscheinlich nur bei anderen Autos. Na gut. Was haben wir hier? Richard. Okay. Ein Fahrzeug ist es ja nicht. Mähtechnik. Oder ist das nur auch nur ein Unterforum? Mähtechnik, Tierfront. Feldhäcksler, Großzuckerrohr, Tierhaltung, nein. Miststeuer.
Düngetechnik. Was haben wir hier? Ah, okay, das ist 14.000 Liter, 3.200 Liter und 18.000 Liter. Nein, 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 nein. Okay. Aber der düngt halt viel breiter als der, ne? Der, also hier, gehen mal davon aus, dass das bedeutet. Aber okay, kaufen wir uns, komm, den da. Mieten? Nein. Kaufen und zur Not verkaufen wir ihn dann wieder. Aufbau keiner. Klein. Groß. Aha. So, Reifenvariante. Pflegebereifung. Sieht hässlich aus, aber soll, ist wohl anscheinend besser, vielleicht besser fürs Feld, wenn man damit drüber geht. Streuteller. Kann man das drehen? 6 Meter Streueinheit. Aber dann kostet es gleich. Aber es sieht schon geil aus, ne? Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber irgendwie will ich es haben. Ich weiß nicht, ob das mal richtig ist. Wir kaufen es einfach. Okay, wir haben es. Jetzt sind wir fast pleite. Da ist es. So. Aber wo kriegen wir Dünger her? Das ist aber ja auch noch eine Frage, ne? Weil Dünger gab es hier auch Dünger zu kaufen? Ja, was ist das? Aha, das ist zum Saubermachen von. Das kaufen wir auch. Kaufen. Ach, ich muss den setzen. Das ist ja toll. Kann ich hier. Ah, kann ich nicht. Ich raff das nicht. Wieso muss ich das so machen? Natürlich soll das auf unseren Hof. Was ist denn das für eine blöde Frage? Hier, und der Kercher soll irgendwo hin, wo der gut erreichbar. Hier. So. Zurück. So, jetzt brauchen wir aber immer noch. Kalk kaufen. Aber wir haben kein Kalksteuer, aber kommen wir trotzdem erstmal. Moment. Kaufen. So, und dann Mineraldünger. Düngerstreuer haben wir ja. Und genug Geld haben wir auch. Okay. Das ist jetzt, das gehört alles uns. IQ 17. Ja. Probieren wir mal.
Erstmal den großen, würde ich sagen. Nein. Nein. Aber ich habe eine Idee. Gibt es hier nicht ein Ladegerät, was man sich Beladegerät, was man sich ausborgen könnte? Das wäre famos, meine Damen und Herren. Ein Be- und Entlader. Was bist du? Kein Be- und Entlader. Mit dem Fahrrad wird es auch nicht gehen. Was bist du denn? Willkommen bei Rust Survival. Wir sind in einer einsamen Stadt. Außer uns ist niemand hier. Oder ist doch jemand hier? Wollen wir, dass jemand hier ist? Ich weiß nicht. Ich stelle mir die Frage jeden Tag. Tja. Marken kann man auch. Sehr geil. Kenne ich mich leider überhaupt nicht mit aus. Aber ich dachte an sowas, ne, dass man sich das mal kurz leiht. Aber die wollen ja gleich 37.000 für den Scheiß. Body. Finden schon einen Weg. Kommt mit dem Trecker zurück, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich will nicht das Auto verkaufen. Und es ist immer noch aufgeklappt. Und ich sollte Licht anmachen. Hallo. Aggro, aus dem Weg. Du lahme Ente, wer hat dir das Fahren beigebracht? Hä? Ja, war was? Haben wir einen Trecker, den wir jetzt gerade nicht brauchen? Den Saatgutspritzen. Gut, den fahren wir aber erstmal auf den Hof, damit wir den Anhänger nicht hier im Rasen irgendwie übersehen oder. Du weißt schon. Kommt der hier? Kann er abkuppeln? So. Nicht, nein, abkommen. Lass mich in Ruhe. Okay. So, es ist aber Zeit, schlafen zu gehen. Ich bin müde. Frieda hat mich gewarnt. Sie hat gesagt, Leandra, bleib nicht so lange wach. So. 9 Stunden. Jetzt war es 22 Uhr schon, also 2:08. Oh, wir müssen langsam Geld verdienen. Ach, sorry, Durst. Viel labern, trockener Hals.
Ein neuer Morgen. Es ist, als würde die Sonne auf uns scheinen. Als wären wir nicht in der Apokalypse von Felsbrunn gelandet. Aber dann wissen wir Bescheid. Wir benutzen mal dieses Ding hier. Hochdruckreiniger anschalten. Wie geil ist das denn? Und dann geht's sauber. Sehr schön. Und das ist mit WLAN übrigens. Wie ihr seht, habe ich gerade einen WLAN-Hochdruckreiniger in der Hand. Okay. Den hatte ich auch. Irgendwas war doch so richtig, richtig dreckig. Welcher war denn das? Oh. Okay, dann müssen die, wenn, ne, Prophet und Berg und so, abschalten. Es geht wieder zurück zum Shop. Es ist immer wieder derselbe Weg. Immer wieder dieselbe Strecke. Dieser Shop, als ob er der einzige Shop wäre auf der ganzen Welt. Als ob wir in der Matrix leben würden. All das machte mir Sorgen. Die Gedanken einer Bäuerin. Aus dem Weg, du Penner. Nicht mal. Was soll denn das? Die können alle nicht Auto fahren, nur wir können Auto fahren. Liebe Entwickler, wenn ihr Fischen hier einbaut, dann sage ich allen, dass ihr das beste Spiel auf der ganzen Welt seid. Also Angeln, ne? Angeln. Aber ein schönes Angelsystem, ein entspanntes Angelsystem. Wenn man nicht viel machen muss, aber angeln kann. Und dann die Fische verkaufen. Oder in einem Teich bei sich auslassen und den Namen geben kann. Glubschi. Fischauge, keine Ahnung, Flutschi, Haifutter, so ganz liebevolle Namen. Was wollte ich machen? Achso, ich laber wieder zu viel. Wollte den Anhänger anhängen. Ankoppeln. Düngersteuer auf. Ah. Der füllt das automatisch. Okay, und dann verschwindet das Ding. Okay. Aber für ein Kaliumstreuer haben wir immer noch nicht. Das ist jetzt Dünger gewesen. Was bist du? Okay, das müssen wir noch herausfinden, womit wir dieses Kalium auf dem Feld verteilen können. Weil Dünger sollte doch auch, also es sollte doch auch Dünger geben, wo einfach mehr Kalium drin ist. Oder muss man Kalium, braucht es immer so eine Menge, dass man das am besten nur pur dazu gibt? Man kann doch auch Dünger vermischen, oder nicht? Oder zerstört das eine dann das andere? Quasi das Kalium löst sich. Was ist denn da hinten mit unserem Haus los? Oder das Dubstep-Haus? Chill, was ist denn hier? Ach so, das ist. Das verwirrt mich immer. Dieses ultra-realistische, ne, wenn dieser warme Dampf rauskommt und alles verzerrt. Ah. Aber sehr schön. Wenn man weiß, was es ist und sich keine Sorgen macht. Das ist unsere Maschine.
Muss man vornehmen? Also wenn ich jetzt hier drüber gehe und dünge, ist das schlecht? Nee. Zuerst ausklappen. X. Okay. Wenn ich jetzt hier rüber fahre, mache ich dann Sachen kaputt. Ja, mache ich. Das ist natürlich Kacke. Ich glaube, das hätten wir gleich machen sollen. Okay, wusste ich nicht. Da können wir es aber auf dem großen Feld machen. Anscheinend. Passt. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Zufriedene Pflanzen. Aber das Feld düngen. Das war's? Das hat mich so viel Geld gekostet? Fülle das Gerät, ja. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mehrere von diesen Düngern holen und dann, weil das waren keine 18.000 Liter, was da gerade war, das waren 600 oder so. Wir machen das anders. Wir brauchen leider das Geld, deshalb muss ich irgendwie jetzt hier das. Aus dem Silo holen. Ups. Aus dem Silo andersrum holen. Und dann verkaufen fahren. Weil wir brauchen Geld. Geht das auch hier, dass wir das hier wieder auffüllen? Abdeckung öffnen. Nee, dann will er abladen. Nee, das wollen wir ja nicht. Ich will aber, dass das Silo auf uns ablädt. Wie geht das denn? Hallo? Was das? Abkoppeln? Nein. Wo ist denn das? Okay. Fahren wir mal einmal ums Silo vielleicht. Ist es ja hier gar nicht auf der Seite, sondern jetzt auf der anderen Seite. Ja, das sieht doch nach. Füll mich aus. Nein, wir sind nicht nur drunter. Das ist ärgerlich. Okay, wir drehen einfach mal. Eine Runde. Befüllungsschlangen. Ja. Oh, wir haben schon was. Ja. Schweizen. Wir haben da schon was drin, was wir verkaufen können. Okay. Und wo war das nochmal, wo wir das nicht aus? Nein, nicht. Wo verkaufen? Wo haben wir denn verkauft? Da, Getreidemühle. Markierung.
Man merkt schon, dass er jetzt zu ziehen hat. Ha. Ich glaube, wir sind falsch gefahren. Wir waren niemals hier. Das ist nicht unser Maisfeld. Oh, Vorsicht, Huckel. Ach, der nächste weiß jetzt nicht, dass da Huckel sind und wird einen Unfall bauen. Der da. Guck mal, jetzt guckt sie glücklich. Ich fahre mit meinem. Oh, gegen den Baum. Wieder zurück. Hey, was ist denn da hinten los? Wo ist meine Hupe? Tja, ich habe den Hubwettbewerb gewonnen, mein Freund. So geht das hier in Felsenbrunn. Ghetto, yo. Felsbrunn hat auch eine ausgedehnte Rapper-Szene, das wisst ihr nur noch nicht. Da kommen so großen her wie DJ Korn und DJ Rogaine. Habt also ein bisschen Respekt vor Felsbrunn. For life. Schissel. Ah ja, und wenn wir das im Multiplayer spielen, werde ich natürlich nicht so viel reden können, weil wir das auf zwei Leute, also zwei, die aufnehmen, aufteilen werden. Und da muss man natürlich sich absprechen. Und die dritte Person, die will einfach nur mitmachen. Und ja, aber die würde dann auch gerne mal zu Wort kommen wahrscheinlich. Deshalb wird es vielleicht nicht ganz so viele Geschichten von unserer Bäuerin geben, die ich euch erzählen kann. Nicht ganz so viele Abenteuer in der Dunkelheit, die wir erleben. Nicht ganz so viele Zombies, die wir erledigen. Und immer wieder dieselbe Leier. Von diesem Let's Player ertragen. Diesen komischen Typen hier. Vor dem Mikro. So, was haben wir denn hier? Überladen starten. Überladen? Was? Okay, überladen.